Vielleicht habt ihr den Artikel schon auf uya-news.net gesehen. Es gibt ein neues Uya Software Update, welches auf den wunderbaren Namen 1.0.5 hört. Und da wir ja alle ein wenig lesefaul sind, haben wir für euch alles Wichtige des Updates noch einmal in diesem Video zusammengefasst. Für ausführliche Informationen lohnt es sich natürlich trotzdem immer, den Artikel auf unserer Seite durchzulesen. Ein Link zu diesem findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Update startet nicht zwangsläufig automatisch. Es könnte sein, dass ihr es selber unter Manage System System Update starten müsst. Wenn dies dann geschehen ist, erwartet euch folgende neue Benutzeroberfläche und neue Optionen. Am meisten haben sich die Kategorien Play und Discover verändert. Unter Play könnt ihr nun mehr Spiele gleichzeitig betrachten und habt somit mehr Übersicht über euer digitales Repertoire. Außerdem habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Spiele zu updaten, insofern eine neue Version des Spiels vorhanden ist. Vorher war dies nicht möglich und ihr musstet das Spiel komplett neu installieren. Ist eine neue Version verfügbar, wird euch das jetzt über ein Download-Symbol in der rechten oberen Ecke des Spiels angezeigt. Mit einem einfachen Klick auf O könnt ihr das Update dann durchführen. Insgesamt können 3 Spiele gleichzeitig heruntergeladen werden, bevor die nächsten Downloads in die Warteschleife gesteckt werden. Und hey, wenn ihr ein Spiel gestartet habt, könnt ihr das auch wieder verlassen. Bisher mussten wir darüber spekulieren, wie wir denn verdammt nochmal endlich wieder in das Hauptmenü kommen. Die lieben Menschen von Uya haben uns nur den kleinen Hinweis beim Starten des Spiels gegeben, dass wir das mit einem Doppelklick auf das mittlere U tun können. Kommen wir zu der Kategorie Discover, die sich wohl am meisten verändert hat. Die Cover laden deutlich schneller und die neue Ansicht sieht jetzt richtig schnieke aus. Die Unterteilungen der Spiele, Apps und Programme wurden dann auch noch einmal komplett überarbeitet, wie ihr hier schon sehen könnt. Was es genau alles für Unterpunkte gibt und welche Spielarten ihr nun alle unter dem Punkt Genres finden könnt, das könnt ihr in einer schönen Auflistung in dem bereits erwähnten Artikel nachschlagen. Doch auch dieses Update hat keinesfalls den Anspruch, komplett zu sein. Zwar reagiert das Menü jetzt viel schneller auf Eingaben, aber nicht alle Dinge, die bisher bemängelt wurden, sind verbessert worden. Der Manage-Bereich sieht genauso nackt aus wie vorher. Es gibt immer noch vereinzelt Probleme mit der Skalierung und noch ein paar andere Dinge würden eine Verbesserung bedürfen. Wir hätten zum Beispiel gerne eine einfache Download-Übersicht der aktuell herunterladenden Spiele. Aber seid euch sicher, das wird bei weitem nicht das letzte Update gewesen sein.